bleibt noch der erste FC Saarbrücken. FCS-Trainer Michael Krüger und die Führungsriege des ersten FC Saarbrücken zeigten sich vorab als Rückhalt und Einheit für die Mannschaft. Und die Mannschaft war gefordert, eine Pflichtaufgabe heute gegen Engers. Karl-Heinz Roland. Also die drei Herrschaften wussten natürlich Bescheid. Es geht um drei wichtige Punkte. Zum ersten Mal in der Anfangsformation Pascal Staletta, 21 Jahre, halb Franzose, halb Italiener. Thorsten Jülich mit einer Grippe angeschlagen, nur auf der Bank. Und das ist der Trainer der Mannschaft aus Engers, Dieter Finkler, ein guter alter Bekannter hier im Ludwigsparkstadion. Nach einer Minute aber Saarbrücken hellwach. Nasef Hajdarovic mit seinem Treffer. Endlich wieder ein Tor. Sein 11. Saisontor. Lange hat er warten müssen. Aufgelegt von Kara Oklan und clever abgeschlossen von Nasef Hajdarovic. Das ist doch was für ein Spiel, bei dem es gegen eine defensiv eingestellte Mannschaft wie Engers um drei wichtige Punkte geht. Saarbrücken weiter nach vorne. Arif Karoglan mit der nächsten Möglichkeit und Daniel Debus, der 31-Jährige, der Torwart von Engers. Man nennt ihn nur den Schnapper. Jetzt wissen Sie warum. Er schnappt sich die Dinger wie in dieser Szene. Nächste gute Möglichkeit also für den ersten FC Saarbrücken, der offensiv spielte. Dieter Finkler von 71 bis 77 beim ersten FC Saarbrücken schaffte damals mit der Mannschaft den Aufstieg in die erste Bundesliga. Jetzt kämpft er gegen den Abstieg. Dann Nasef Hajdarovic mit dem nächsten Tor, aber der Schiedsrichter entschied, der Ball war zuvor über die Torauslinie. Das wird nicht genau deutlich, aber der Schiedsrichter hat das Sagen und deshalb wurde dieses Tor von Hajdarovic nicht anerkannt. 15. Spielminute, Saarbrücken nicht wachsam und Sergej Kern mit dem Ausgleichstor. Völlig überraschend, der erste Angriff von Engers in dieser Partie und gleich ein Tor durch Sergej Kern, 28 Jahre, einer der älteren Spieler bei der Mannschaft aus Engern. Engers. Am Ende siegen nur die Guten oder siegen doch die Guten. Das werden wir sehen in dieser Partie. Kurz danach Saarbrücken. Nach dieser Ecke Tim Schwarz mit seinem ersten Tor für den ersten FC Saarbrücken. Das 2:1. Ein wichtiger Treffer von Tim Schwarz. Zweifelsohne in dieser Partie. Schwarz, ja ein Saarbrücker Bub. Spielte ja bei Werder Bremen und Energie Cottbus, Abwehrspieler, aber er hatte ja schon gegen Hauenstein eine Riesenmöglichkeit. Diesmal hat er zugemacht und das 2:1 für den ersten FCS. Dann plötzlich wieder Engers mit einem Konter. Und Mario Schneeweiß, völlig blank Schneeweiß in dieser Szene. Der 21-jährige Schüler hätte hier das 2:2 machen können. Die Ein-Mann-Kombo aus Engers mit der Mannschaft zufrieden. Dann Auswechslung, mit der einige Spieler nicht zufrieden waren, auch nicht Arif Karaoklan. Staletta auf Mike Franz, der in der zweiten Hälfte auftrete, stärker spielte. Und wieder Daniel Debus, der 31-jährige Schlussmann. Mike Franz jetzt aktiver, aggressiver und das zahlte sich aus. Der Trainer Michael Krüger machte Kilometergeld in seiner Coachingzone. Dann noch einmal die Aktion. Staletta auf Mike Franz. Dann Nasef Hajdarovic am ersten vorbei. Noch einmal ein Trick. Und dann Debus und Pascal Staletta. Auch er mit seinem ersten Tor für den ersten FC Saarbrücken. Dafür gab es einen Purzelbaum. 71. Spielminute. Vorarbeit von Mike Franz und Nasef Hajdarovic hier. Debus kann nur abklatschen und Pascal Staletta mit seinem Tor, der 21-Jährige, der ja aus Metz kam. Dann noch einmal Dani Luft, in der Szene haben Sie gesehen, warum der Luft heißt, hat voll darüber gelangt, dann Auswechslung, Staletta ging und dafür hat Manuel Rasp auf der Bank ein bisschen gemotzt, das nahm ihm der Trainer übel. Nächste Möglichkeit für den ersten FC Saarbrücken. Es blieb aber beim 2:1, wie gesagt, Kilometergeld vom Trainer. Am Ende aber doch froh beim Schlusspfiff über drei wichtige Punkte. 2:1, aber der Trainer schon ein bisschen sauer. Das Problem hier ist ganz einfach, wir spielen in der Oberliga, das ist die blanke Wahrheit. Nicht mehr und nicht weniger. Und nur hier hat man ja immer, ich sag mal, gefühlte zweite Liga. Das ist das große Problem hier, nicht? Weil wenn ich mal hier zwei gute Spiele gemacht habe, dann meinen die Jungs, da wären schon ganz große. Fußball ist Maloche. So, und wenn ich der Auffassung bin, dass ich sag jetzt mal als Spieler
nicht in diese Liga gehöre, ja, dann gebe ich hier 34 Spiele Gas ohne Ende, um dann im nächsten Jahr in einer anderen Liga zu spielen. Und da brauche ich ganz einfach, da brauche ich Aggressivität. Und das habe ich, glaube, das merkt man auch jetzt noch, das habe ich halt versucht, der Mannschaft vorzuleben. Ne? Und das hat letztlich geholfen. 3:1, ein Pflichtsieg für den ersten FCS. Thomas Brahn. Hier die Ergebnisse. Mechtersheim-Homburg gestern 3:2. Pirmasens siegt gegen den Tabellenführer Mainz 05, die zweite mit 2:1. Köllerbach-Hauenstein heute wie gesehen. Saarbrücken-Engers kennen Sie bereits. Auch Neunkirchen gegen Idar-Oberstein. Bad Kreuznach gegen Wormatia Worms 0:3. Wirges gegen Mayen 3:1. Und Hasborn endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis. 2:0 Sieger. Triest morgen dran. Zu Gast bei den kleinen Betzebuben, dem 1. FC Kaiserslautern 2. Ein Blick auf die Tabelle. Mainz vorn, trotz der Niederlage. Dann gefolgt von Wormatia Worms, jetzt mit 2 Zählern Abstand. Der 1. FC Saarbrücken auf Rang 3. Aber aufgepasst, eben Eintracht Trier hat ein Spiel weniger. Kann bis auf einen Punkt an Mainz 05 die zweite heranrücken. Auch Neunkirchen nach den Siegen in den letzten Wochen wieder nach vorne gekommen. Rang 5, Pirmasens 6. 21 Zähler. In der zweiten Tabellenhälfte dann der 1. FC Kaiserslautern 2 führt sie an. Auf Rang 10, 11. der FC Homburg, punktgleich mit 16 Punkten. Die hat auch Mechtersheim. 14. wieder Rot-Weiß Hasborn. Ein bisschen Luft im Kampf da unten um die letzten Plätze sozusagen mit 13 Zählern. Dann 15. die Sportfreunde aus Köllerbach mit 11 Punkten. Und am Ende Engers, Bad Kreuznach und Idar-Oberstein.